Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge oder besser gesagt zu einem neuen Projekt. Und zwar viele werden es schon sehen, es ist Need for Speed Unbound. Ich habe mir überlegt, ich mache das Spiel jetzt ganz einfach mal, weil, wie ihr wisst, 24 kommt ja Need for Speed Most Wanted, das Remake raus. Heute haben wir Dienstag und ja, heute wird die erste Folge kommen. Es wird immer Montag, Dienstag kommen. Das habe ich mir so geplant, heißt am 1. und am 2.1. kommt eine Folge. Beziehungsweise heute ist der 26., also zweiter Weihnachtsfeiertag, erstmal noch nachträglich frohe Weihnachten. Ich hoffe, der Weihnachtsmann war schön fleißig bei euch gewesen. So, ja, wie ihr wisst, 24 kommt ja das Remake von Most Wanted raus, von dem 2005er. Da habe ich mir überlegt, da mache ich ganz einfach ein Let's Play von A Need for Speed Unbound. Ja, ich habe, muss ehrlich dazu sagen, das Spiel ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe, weiß eigentlich gar nichts über diese Story, wenn überhaupt eine Story ist, so eine richtige. Und ja, wir schauen jetzt ganz einfach mal rein. Automatische Anmeldung aktivieren. Moment, ich muss mich erstmal kurz anmelden hier. Wird verbunden. Winter, weiter. Epilepsie, ja, ja. So, Fahrsicherheit. Ja, das will sich doch alles. Crossplay aktivieren. Kann man ja mal aktivieren. Hm. 70% Neustarts 10. Wie denn mal rausfordern? Keine Ahnung. Dass ich nicht so überlichtet ist, das Ding hier oben anmachen. Boah, stimmt. Hier gibt es ja die Möglichkeit zwischen Real Life und diesem Anime-Style zu wechseln. Müsste ich mir mal angucken, wie das aussieht. Beziehungsweise die Charaktere sind im Anime-mäßig gar nicht. Kann ich euch gar nicht so richtig sagen gerade. Die Folgen, ja, wie lang die Folgen werden, weiß ich noch nicht so richtig. Kann ich noch nicht sagen. Das entscheide ich, denke ich, immer mal spontan, je nachdem, wie gerade die Folge läuft. Die Folge werden dann quasi Montag, Dienstag 17 Uhr kommen und dann halt Mittwoch, Freitag und Sonntag kommt dann halt Challenge Time Reloaded, welche wir dann halt quasi jeden Montags aufnehmen. Genau, heißt, dass ich fast jeden Tag außer Freitag, Donnerstag und Samstag kommen bei mir noch keine Folgen. Vielleicht lasse ich mal was einfallen, dass da noch zwei Folgen kommen, dass ich jeden Tag halt eine Folge bringe irgendwo. Wobei in letzter Zeit kamen halt echt wenig Folgen, beziehungsweise ich habe die dann auf immer hochgeladen irgendwie, weil ich es verpeilt habe, jetzt auch über Weihnachten. Morgen kommt dann halt eine Folge Challenge Time. Könnt ihr gerne mal reingucken und ja, mal gucken, wie das Spiel so ist. Denn ich möchte das zu Ende spielen. Ich möchte das bis zum Ende mit euch zusammen spielen. Ich werde es nicht streamen, ich werde es ganz einfach ein klassisches Let's Play machen. Ich habe nebenbei noch ein anderes Let's Play, was ich auf der Platte habe, wo ich schon ein paar Folgen. Vielleicht bringe ich das dann dementsprechend Donnerstag und Samstag, aber mal gucken, wie, wo, was. Das entscheide ich spontan, ob das Let's Play kommen wird oder nicht. So. X. Nein, ich will keinen. Nein, 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 brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weiter. Will ich nicht. Achso, okay. Oh. Das ist geil. Aber wir wollen den Story-Modus spielen. Wähle einen Charakter zum Anpassen. Moment. So, ab und zu läuft mir nur die Nase.
Na. Nämlich hier. Anpassen. Gibt's irgendwo Frisur? Ah. Das ist Japanischen, sieht man schon richtig. Ich glaube, da sieht die. Achso, zeigt sie an. So, Haarfarbe. Gesichtsbehaarung. Die gefällt mir. So, gehen wir mal zurück. Kleidung! Was haben sie denn an Kleidung im Marken? Alpha Industries, auch nicht schlecht. Puma, Welt. Kann ich noch Body? Ach, die sind verfügbar. Ja, das passt schon mal besser. Ich nehme den. Ich würde sie wundern, wenn es. Okay, Gott sei Dank. Wieder ganz hoch. Dann nehmen wir ihn hier. Eigentlich hätte ich das schon mal vormachen können. Hüte mache ich keine. So. Oh, zurück. Hosen. Ich nehme die. So. Wähle einen Schrottwagen zum Reparieren. Charger, ein Lamborghini Countach oder ich nehme die Silvia. Ich weiß nicht warum. Erstmal für Drift, Bodenhaftung, Offroad. So war der schnellste. Nehme ich diesen. Sieht sehr schrottig aus. Mal gucken, was man damit machen kann. So. Dann wollen wir mal sehen, wie das so abläuft hier. Weil ich habe das Spiel, wie gesagt, ich wüsste, dass es Animationen oder Anime-Hintergründe hat. Also Animationen hat. Und ja, mal schauen, was hier so für Phasen oder beziehungsweise wie das hier so abläuft. Ob es wieder wie die alten ist oder ob es wieder wie die neuen sind. Mister? Wie die Teile davor. Na dann. Yes, wir haben den ganzen Sommer daran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam, soll ja nichts kaputt gehen. Vielleicht gut, dass ich den Silvia genommen habe.
Finde ich schon geil. Finde ich, muss ich sagen, echt geil, das Auto. Hat was. Nebenbei ein bisschen Tee trinken. Hier tut nämlich immer gut. Mal sehen, was in dem Wagen drin steckt. Gib Vollgas. Wow, echt schnell, yes. Da kommt eine Kurve. Ich seh's. Erst mal dran gewöhnen. Kurve, Kurve, Kurve! Da kommt er schon von alleine. Wir kriegen die Kurve nicht. Halt die Klappe und teste das Nitro. Wäre doch Verschwendung, wenn wir die Pferdestärken nicht nutzen. Also diese Animationsteile, ich hoffe, das ist nicht gerade zu laut, finde ich echt geil gemacht. Hat was. Ich liebe den Geruch von Nitro. Ich auch. Und es wird nach Sieg riechen, wenn wir über die Ziellinie kommen. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, yes. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben der Szene so lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Da bin ich mal gespannt, wie wirklich so weitergeht. So. Ein Drift hingelegt. So. Die ganze Straßenrennszene von Lakeshore ist hier. Zeit zum Spiel. Endlich. Wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Oha. Unser Schmuckstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben. Hab immer davon geträumt. Wir zwei, der Wagen, gemeinsam. Jetzt muss ich erst mal zusehen. Der Unfall hat mich ganz schön zurückgeworfen. Tiefgründig. Sonst denkst du eher wie, gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Ist der Wagen. Oh, da kam noch ein Auto. Okay. Das kann ich gar nicht wiederholen. Schade. Da war Überqueren eh verboten. Kaum zu glauben, dass das mal einer von Rydells Schrottwagen war. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er wollte dran schrauben, ist aber nie geschafft. Wenn er ihn so sieht, wird er komplett ausflippen. Geben wir alles für Rydells Rides. Machen wir die Werkstatt berühmt. Das war einmal nix, würde ich sagen. Okay. Muss mich erstmal die Fahrphysik ein bisschen gewöhnen. Wow. Und jetzt kommen die Bullen. Jetzt bin ich gespannt, was die Bullen für Autos fahren. Dodge Charger. Kommen die denn her? Stevenson soll ihre Köter auf echte Verbrecher hetzen. Oh, die sind schnell. Schüttle sie bei der Brücke ab.
Oh, ich komme nicht zu ihm. Und ich bin ins Drehen gekommen. Alles Reflexe. Du hast Reflexe? Aber ernsthaft, du bist echt gut gefahren. Gut, geschraubert. Bitte. Hake ist nicht bereit für uns. Ihre Worte. Wessen Worte? Wie der Straßenrennen-Community. Wir kämpfen voll. Was? Jetzt schon? Ein kurzer Weg zum Ruhm. Oh, wir gehen die gar nicht auf mich, kann das sein? Alter, die Karre bricht so krass aus. Wir sind gleich bei der Brücke. Tritt aufs Gas. Scheiße, hier ist das. Das gefällt mir nicht. Wie werden wir die sonst los? Hey, Lakeshore! Wow, wow. Goddamn, how real is this? I know the moment gonna be feeling this. East Coast, Coast. Hat schon was. Aber ich muss dann erstmal die Musik bisschen lauter, leiser machen. Ich weiß nicht, ob die zu euch auch zu laut ist. Ich würde die mal ein kleines bisschen runternehmen. Hat was. Nur der hat den fast umgefahren gerade. Boah. Das wird sehr, sehr interessant. Sehr interessant. So. Jetzt muss ich da noch einen Namen geben, oder was? Wie sieht's jetzt mit meiner Gehaltserhöhung aus? Wenn du noch ein paar Wagen von Kunden tunst, vielleicht. Welche Kunden? Hey,
Wir starten endlich so richtig durch. Demnächst bringen ein paar neue Kunden ihre Autos vorbei. Ich habe ja gar kein Geld. Die wollen diese gewisse Rydell-Magie. Die Jasmine-Magie. Die Werkstatt-Magie. Ja? Ganz genau. Du kannst die Karte in jeder Zeit öffnen, indem du, ja. Das ist dein Treffpunkt. Hier findest du Rennen während der Events und verdienst Geld. So, na dann wollen wir mal unser erstes Rennen machen. Riders Garage verlassen. Weiter. Hey Ryder. Hey Kiddo, wie ist die Lage da draußen? Wir sind gerade erst los, also entspannt. Hey Ryder, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Steak über einer brennenden Mülltonne. Oder yes? Na klar, total. Muss da durch, Männers. Yo, erstes Rennen. Bereit? So. Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Sonst hängen die Pros nicht mit uns ab. Okay. Pros. Ich meine, wir sind gut genug, richtig? Schade, dass es ihn anzeigt, wie viele Kilometer es noch entfernt sind. Es geht um mehr als nur den Siegen. Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Bleib einfach bei mir, Ich weiß, was läuft. Es ist wirklich sehr eng hier. Aber geht. Rückwärts reingefahren, so cool. Wow. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. So. Fabrikrekord, Straßenbahn. Mein 80 Spider, Alter. Mein 80 Spider hat was. Das ist ja kacke. Hat zu eh drin. Lass das Rennen beginnen! Oh shit. Was? Ich spür den Druck. Dann halt dich fest. Willkommen in Lakeshore. Bitte gut anschnallen. Ich pack das. Wow. Ich mach das wirklich gerade. Gut so. Bleib dran. Ich glaube, dass sie schon wieder die Cops sind. Komm, gib Gas mit deinem Mustang. Wenn wir angehalten werden, behaupte ich, du hättest mich entführt. Hey, Moment mal. Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Das ist schon lange fällig. Fünfter. Aber sag das Rydell nicht. Ich ihm was sagen? Genau das wollte ich hören. Zack, weg mit dir. Oh, zieh doch, mach doch so was nicht. Der schlimmste Tag meines Lebens. Echte Kurve. 74 Pro, jetzt möchte ich wieder Gas geben. Na, so nicht. So, dann bewege ich mich gut. Komm schön. Schade. Ja, jetzt ist es wieder. Mal schlecht. Gleich nochmal. Aber vorher muss ich den Sound mal einstellen, weil ich denke, es ist für euch ein bisschen zu laut. Na
Einstellungen. Audio. Das müsste ja. So. Ist immer noch laut. Gesamtlautstärke, Musik nehme ich runter. So. Ist doch immer noch so laut. Finde ich. Komm, fahren. Kann so sein. Toll. Jetzt habe ich den Start verkackt. Also weg. Weg mit dir. So, weg mit dir. Was ich hier mache. Ich gebe schon völlig gar. Hupa. Ich bin ja erst auf der 3. Oh, das Auto hat mir den Arsch gerettet. Puh. Hey, bleib deiner Spur. Macht nichts. Wir müssen nur den Lack ein bisschen ausbessern. So, aber ich mache jetzt ja auch Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Schaut gerne auch mal bei den anderen vorbei, wo ich aufnehme, also wo Challenge Time ist. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und tschüss.